Servus Leute und herzlich willkommen bei uns auf dem YouTube-Channel. Wir haben heute einmal ein neues Review für euch von Bugatti in Kooperation mit Kümmer von der Bugatti Sportserie. Ja, und ob dir was taugt, das werdet ihr nach dem Intro, denke ich mal, erfahren. Ne? Gut, alles klar, dann abwärts. So, dann ist das Intro durch und das Datenblatt habt ihr wahrscheinlich gelesen. So, jetzt natürlich, wie kommt die Waffe zu euch? Naja, ihr seht's, also Kümmer-Sportserie typisch in so einem einfachen braunen Pappkarton ist nichts Schönes. Hier haben wir einen kleinen Aufkleber, aber wurscht. Aber es kommt ja auf die inneren Werte an. So, dann gehen wir mal kurz drüber über den Lieferumfang. Was ist dabei? Ups, genau, kommt ein schon entgegengefallen. So, was ist dabei? Natürlich das klassische Grundprotokoll von Bugatti. Eine Gebrauchsbedienungsanleitung ist mit dabei. Braucht man aber jetzt nicht unbedingt. Dann haben wir das Ganze wieder in diesem schwarzen Styropor eingebettet. Genau. So, und was ist jetzt dabei? Also, wir haben auf jeden Fall ein Päckchen Kugeln. Keine Ahnung, 25 Gramm, 0,25 Gramm. 200 Schuss, keine Ahnung. Die schmeiße ich eh immer in die Tonne. Egal, so, dann haben wir einen Imbusschlüssel, das ist mit dabei. Dann haben wir hier einen schönen Speedloader. Kann man immer gebrauchen. Und dann haben wir hier ein Magazin. Na, komm her. Und das zweite Magazin. Was hier schön ist, ist zum Beispiel, wir haben, wie gesagt, kümmertypisch hier ein Midcap und hier ein Highcap. Ne? Die sind auf jeden Fall mit dabei. Und natürlich bringt ja alles nichts. Da braucht man natürlich die Waffe natürlich selbst. So, dann werden wir uns mal die Kartons mal auf Seite stellen. So. Und so. So, jetzt haben wir vor uns die MP5. Von der Firma Kümmer in Kooperation mit Bugatti. Und zwar, gut, wir haben es jetzt rausgenommen. Was fällt einem direkt auf? Es fällt einem direkt auf, das Ding ist verdammt schwer. Also, wir wissen zwar, dass der Body, gehen wir nachher auf ein Detail noch ein, kein Edelstahl oder Stahlgehäuse ist oder sowas, aber sie ist wirklich verdammt schwer. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Für diesen kleinen Brummer trotzdem. Echt schwer. Gut, aber nichtsdestotrotz. Wie gesagt, was fällt einem auf? Auf jeden Fall die Schwere, dann die doch relativ gute Verarbeitung, muss ich sagen. Also wie gesagt, wir haben Metall, Metall, Metall. Wir haben den Handguard, ist aus Kunststoff gefertigt. Fühlt sich auch ein bisschen, so ein bisschen gummiartig an. Und natürlich die Schulterstütze. Die Schulterstütze ist hier hinten auch wirklich gummiert. Also wie gesagt, die sollte auf jeden Fall angenehm in der Schulter liegen. Und natürlich unser Griffstück hier ebenfalls aus Kunststoff gefertigt. Der Rest, wie Kimmelkorn, der Trageriemen, der Durchladehebel, ist wie gesagt alles aus Metall gefertigt. Gut. Also wir haben hier auch sowas. Kein Knarzen oder Verwinden oder irgendwas in der Richtung. Das Einzige, was ein bisschen ist, ist das hier, das klappert ein bisschen, aber hey, ne, das machen andere auch nicht besser. Gut, wie gesagt, wir haben es natürlich auch für euch Probe geschossen, das machen wir natürlich wie immer. Und da würde man sagen, gehen wir rüber oder geben wir ab, rüber zum Schießstand, zum Schusshäubi. Und
Danach sehen wir uns wieder und dann besprechen wir uns das Teil mal ein bisschen genauer. Ne? Gut, dann gebe ich ab. So, haben wir den Schusstest und den Chronotest abgehakt. Ja, denke ich, kann man mit leben. Ist natürlich immer Luft nach oben. Aber jetzt möchte ich euch ein was noch zeigen, auf jeden Fall, oder was uns aufgefallen ist beim Schießen. Ich weiß nicht, ob ihr es im Video gesehen habt oder gehört habt, besser gesagt. Und zwar finde ich dann doch, dass die Waffe ein bisschen kreischt. Das werde ich jetzt kurz mal demonstrieren. Wir müssen dazu, wie gesagt, diese Gummi. Knüppel. Genau die Dinge müssen wir rausmachen auf jeden Fall. Und dann kann ich den nach vorne abziehen. So, jetzt nehmen wir uns mal einen Akku her. Also wie gesagt, generell ist es ja so, es ist kein Magazin drin, es sind keine Kugeln drin oder sonst was. Ne? Also gut. Genau. Wir warten natürlich auf das Bugatti Core-System, was hier auch verbaut ist. Da gehe ich dann später nochmal kurz drauf ein. So, also wie gesagt, der Akku ist drin und dann schalten wir mal auf den Semi-Modus und wir schauen mal, ob ihr es auch vernehmt. Also, wie gesagt, ich mag mich täuschen, ne? Aber in der Gearbox hier zum Beispiel, da kreischt's. Also ich finde, wir haben hier in dem Bereich, kann an der Motorstellschraube liegen, bin mir jetzt nicht ganz sicher, da haben wir so ein leichtes Vibrieren drin. Ne? Da werden wir auf jeden Fall nochmal nachhaken. Aber sie kann durch das Bugatti Core System extrem schnell triggern. Du hast ein super Ansprechverhalten mit einem 11,1 Volt Lipo-Akku. Und ja, das ist jetzt das Einzige, wo ich jetzt sagen könnte, was am Schussgeräusch beim Review bekommen haben, ein bisschen aufstößt. Aber es ist nichts, was man nicht beheben kann, sage ich jetzt mal. Gut. Dann machen wir uns den Schaft wieder drauf. Zack. Genau. Und gehen wir los mit den Details von der Waffe. Ne? Also wir haben natürlich hier vorne einen Aluminium-Schalldämpfer, der auch komplett ausgehöhlt ist. Also haben wir auch, sagen wir, bei einer SAEG ist immer relativ schwierig, eine effektive Schalldämpfung. Ne? Dann haben wir unsere Zieleinrichtung mal kurz angesprochen. Also einmal die Frontvisierung, einmal die Trommelvisierung hinten, also Kimme und Korn, also Kimme und Korn oder Korn und Kimme, ist ja wurscht. Sind hier ebenfalls aus Metall gefertigt und die hintere auch einstellbar. Genau, dann haben wir hier, was nicht, ob ihr das sehen könnt, eine Slingaufnahme, die hier allerdings auch aus Zink gefertigt ist. Also wie gesagt, hier könnte sein, dass die, wenn ihr sie dauernd benutzt habt, doch einmal abbricht. Genau, wie vorhin schon angesprochen, das komplette Gehäuse ist aus Metall gefertigt. Dann haben wir natürlich den Schaft, den habe ich euch natürlich auch angesprochen, der ist hier gesagt aus einem sehr guten, also ich finde den in einem guten Kunststoff gefertigt, fühlt sich auch recht gut an und lässt sich, also man rutscht jetzt auch nicht ab oder sowas. Ne? Dann haben wir natürlich auch unseren Handgriff, beziehungsweise Lower, will ich jetzt mal so nennen, der komplett aus Kunststoff gefertigt ist, fasst sich sehr gut an, ist auch der neue Begabung, ich sage schon, der neue MP5-Handgriff, also der ein bisschen ergonomischer geformt ist. Die Bedienelemente sowohl links als auch rechts einstellbar. Wie gesagt, geht ein bisschen hakelig, aber ja, wird sich garantiert eingrooven, das Ganze. Ne? Dann haben wir, ich drehe sie mal kurz, haben wir hier auf der Seite hier unten auch eine Slingaufnahme. Die ist allerdings aus Stahl gefertigt. Und natürlich unseren Metallabzug. Dann gehen wir noch kurz auf die Aufnahme von der Schulterstütze. Also wie gesagt, ihr könnt hier auch
wenn ihr wollt, euch den Festschaff anbringen oder den Skelettschaft oder schieß mich tot. Da gibt es Anbauteile noch und nöcher. Ne? Dann gehen wir schnell auf die Schulterstütze ein. Also wie gesagt, wir haben hier auch eine Slingaufnahme im hinteren Bereich. Und die komplette Aufnahme hier ist hier aus Kunststoff gefertigt. Das Gestänge, was ich habe, ist wiederum aus Stahl, gerade Stahl, als aus, ja, ich schätze mal auch Aluminium oder Zink wird das Ganze sein und lässt sich, wie gesagt, schön einschieben. Ne? Dann, wie vorhin schon angesprochen, wir haben hier hinten unsere Schulterstütze, die aus einem sehr guten Kunststoff gefertigt ist. Also wir haben hier oben keine Spritzgussnähte und im hinteren Bereich hier eine schöne gummierte Schulterstütze, die mich die Waffe super im Anschlag halten lässt. Gut, dann haben wir noch die Möglichkeit, natürlich hier MP5 bzw. G3 typisch unsere Zieleinrichtung anzubringen. Das heißt, 22 mm Schienen sind hier auch möglich. Machen wir noch schnell Hop-Up, Funktionsteile und Markings. Also wie gesagt, wir machen einmal Funktionsteile, dann kann ich Funktion und Hop-Up gleich in einem zusammenfassen. Und zwar, wir haben natürlich MP5 typisch unseren schönen, gehen wir mal hier rüber, unseren schönen Ladehebel. Der ist auch funktional, also ich kann den schön nach oben und ziehen und einrasten lassen. Und hat auch relativ beim Schnappen lassen einen schönen Geräusch. MP5 typisch halt. Ne? Gut, dann gehen wir natürlich gleich aufs Hop-Up ein, weil das ist funktional. Also wie gesagt, schön, dass es oben hält. Und dann öffnet sich hier der Hülsenauswurffenster und ich kann hier mein Hop-Up per Schieber bequem und doch präzise relativ einstellen. Ne? Beim Schießen oder beim Testspiel konnte ich jetzt keine unabsichtliche Verstellung dann feststellen. Von daher bin ich jetzt in der Annahme, dass das Hop-Up, wenn ihr es eingestellt habt, auf jeden Fall so halten wird. Genau. Dann gehen wir noch schnell auf die Markings ein. Also wir haben hier in einem sehr hellen Weiß das Bugatti Kaliber 6 mm und natürlich das F im Fünfeck, weil wie gesagt über 0,5 Joule. Dann haben wir auf dem Griffstück noch die Feuerwahlpositionen, heißt Vollauto, Semi und Safe, wobei Vollauto natürlich auf deutscher Rechtslage nicht effektiv ist, ne? Oder nicht aktiv ist, sage ich jetzt mal. Dann gehen wir auch mal kurz rüber auf die andere Seite, und zwar ist hier so ein komischer, ekligerweise Aufkleber. Da steht der Importeur drauf, in dem Fall halt natürlich Bugatti. Ja, ist also gut. Was ich noch kurz ansprechen will, ist natürlich die Magazine. Wir haben leider keine weiteren Magazine da, deswegen kann ich euch leider nichts irgendwie sagen von Kompatibilität. Aber der Kollege Reaper hat da was gesagt. Könnt euch das Video natürlich gerne anschauen, verlinke ich euch hier irgendwo natürlich. Ne? Gut, dann schauen wir mal rein. Tun wir es mal rein. Also wie gesagt, es hält bombenfest. Was uns natürlich aufgefallen ist, ist ein bisschen, also es hat ein bisschen Spiel drin, ist aber nicht weiter schlimm. Das Ding feedet einmal frei, flutscht sauber rein, flutscht sauber raus und also da gibt es nichts zu meckern. Ne? Gut. Dann haben wir das Magazin-Thema auch abgehakt. Werden wir definitiv noch schnell das Technische mal kurz ansprechen. Und zwar das Technische ist natürlich hier, ist neueste Generation mit Kümmer und Bugatti in der Zusammenarbeit, gibt es momentan in keiner anderen Version, sondern nur in dieser hier. Ob jetzt noch welche kommen wird, wissen wir nicht. Ich würde es mir wünschen, dass noch welche kommen, aber das kann man euch nicht hundertprozentig sagen. Genau. Technisch natürlich zu sagen ist, wir haben hier kein Federschnellwechselsystem verbaut, aber wir haben hierfür natürlich klasse das Bugatti Core System. Elektronische Zyklenüberwachung, Akkuabschaltung und was nicht alles, was heutzutage eigentlich fast Standard ist, wo ich auch sehr dankbar bin der Technik, dass wir jetzt so weit sind, dass wir fast keine manuellen Abzüge mehr haben. Endlich keine Gearjams mehr. Definitiv. Das ist auf jeden Fall super. Ne? So, wie gesagt, Bugatti Core System sollte für jeden Begriff sein.
Ansonsten, wie gesagt, auf der Homepage von Begali mal nachlesen. Vielleicht machen wir noch mal ein Video, wo wir detailliert auf dieses Begali-Core-System eingehen. Gut. Dann haben wir im Inneren Stahllaufbuchsen, 7 mm, denke ich. 7 mm waren es. 8 ist natürlich Laufruhe, aber da kann man nicht schimpfen. 7 mm ist vollkommen in Ordnung. Wir haben die Generation 2 Gearbox von Kümmer drin. Das heißt, wir haben schon Radius vorhanden, aber allerdings die Verstärkung noch nicht drin in der Gearbox. Genauso wenig wie den neuen Kümmer Motor, diesen Hightorque. Der ist hier ebenfalls nicht verbaut. Oder der geschortstrokte Gearset von Kümmer ist hier ebenfalls nicht drin. Dafür haben wir natürlich einen Pisten mit Stahlzähnen drin. Wir haben einen schön leichtläufigen Pistonhead im Zylinder drin. Der Zylinder ist ein 75% Pisten, was natürlich für die kurze Lauflänge, was wir hier natürlich haben, von 220 mm vollkommen ausreichend ist. Wir haben normale Stahlgears drin, die werden auf jeden Fall ihren Dienst tun. Auch auf längerfristig hin mit der Energie, mit der sie jetzt halt ausgeliefert wird. Wir haben ein Kunststoff-Pistonhead drin, wir haben leider ein Kunststoff-Zylinderhead drin und natürlich das Kümmer-Acrylnozzle, das hier ebenfalls verbaut. Da ist natürlich in meinen Augen auf jeden Fall Verbesserungsbedarf da. Hätte mich gefreut, wenn hier ebenfalls die neue Gearbox von Kümmer drin ist, der neue Motor, da würde es ihn noch mal ein bisschen besser ansprechen, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, da hätte ich gern 40, 50 € mehr investiert und habe dafür halt, wie gesagt, die neue. Ja, aber gut. Aber so an für sich, technisch mit dem Begadi-Core-System für den Preis, was er für das Teil hinlegen müsst, und sie ist halt wirklich massiv, kann man nicht schimpfen. Ist super, ist ein super Preis. Sie wird definitiv auch laufen. Und wenn mal was kaputt gehen sollte, mein Gott, dann tauscht man es aus. Oder lässt man es austauschen. Genau. Gut, also ich kann sie. Ja, dann würde man gleich sagen, gehe ich gleich aufs Fazit über, würde ich jetzt mal so frech sagen. Wir werden definitiv die Waffe weiter in Benutzung haben und dann vielleicht dann noch später noch einmal dazu was machen. Für den Preis ist fast unschlagbar, ist ein super Teil mit dem Begadi Core System, eine extrem schnelle Schussfolge möglich und die wird technisch locker ihren Dienst tun. Also ich finde es super, auch für Einsteiger in meinen Augen definitiv auch geeignet. Sage ich euch ganz ehrlich. Und ja, also hier kann ich euch klar sagen, hier ist mehr Hui statt Pfui. Und ja, in dem Sinne lasse ich euch mit den Eindrücken alleine. Und ja, dann wünsche ich euch gerne noch einen schönen Tag, je nachdem, wann das guckt. Und ja, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich mit den Worten, wie immer, euer Heubi FV.